Dann sehen wir mal nach, was wir noch so bauen können. Also, das sieht schon gut aus. Ja, der Fernseher sieht toll aus. Durch die Gemälde sieht es aus, wenn wir Donkey Kong spielen. Und diese Treppe baue ich jetzt mal so hin. Ja. Ja, also tun wir einfach so, als wäre es so ein, ja, so ein Sessel oder Stuhl zum Sitzen. Jo Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play Minecraft. Und ja Leute, in der letzten Folge haben wir uns mal im Wald verlaufen. Und eigentlich habe ich in dieser Folge geplant, hier am Stall weiterzubauen. Aber wisst ihr was, Leute? Ich habe jetzt mal gedacht, dass ich doch mal lieber hier das Haus schöner mache. Und zwar möchte ich hier mal, ja, so ein paar Möbel hinmachen. Hier mal dieses kleine Haus, was wir früher benutzt haben, um zu schlafen, mal wegzumachen, das ganze Zeug hier wohin zu stellen. Und da drin ist das sowieso nichts. Also kann man das hier eh wegnehmen. So. Ich glaube, wir machen das schon mal weg. Und machen hier auch noch polierten Dioritin, oder so hieß er doch? Oder war das Andesit? Da muss ich noch nachschauen, weil ich habe lange kein Diorit oder Andesit benutzt. Das schon lange her war. Da, als wir halt so den Boden gebaut haben, ja, das war wirklich lange her und ich bin nicht sicher, ob das jetzt polierter Diorit oder polierter Andesit war. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ja. Und dann machen wir hier den Dirt weg. Okay, wir können jetzt zwar schon die rote Wolle hier beim Stahl weiterbauen, aber ich glaube, das machen wir jetzt mal erst nachher. Ich glaube, wir machen jetzt mal hier das Haus schicker. Dann würde ich mal sagen, wir holen uns mal etwas Diorit. Oder heißt es Andesit? Okay, es ist Diorit. Ja, polierte Diorit. Das war polierter Diorit. Oder soll ich sagen, das ist es auch? Weil wir haben ja eh noch polierte Diorit und das war es noch nicht mit dem Diorit. Ja, also ich könnte hier mal ein paar Zäune hinmachen für die Fackeln, damit hier mal beleuchtet wird und das dann noch gleichzeitig schön aussieht. Das habe ich auch in meiner privaten Minecraft-Welt gemacht. Da mein privates Haus in der privaten Welt auch so riesig ist. Es war noch größer, aber schon so groß. Okay, wir brauchen für die Zäune viele Stöcke. Ja, ich nehme mal die Hälfte davon für die Stöcke. Dann brauche ich jetzt noch die Werkbank. Ah, genau, die habe ich hier abgeholzt. Wir können sie mal daneben dieser Truhe hinstellen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Oder wir stellen sie einfach. Ja, da ist noch zwei Platz. Gut, dann stellen wir es einfach dahin. Und dann machen wir uns ein paar Zäune. So, die ganzen Zäune sind ja mit Spatzeichenholz. Ah, das wollte ich nehmen. So. Und dann machen wir mal so ein paar Zäune damit. Die ganzen anderen Sachen einfach oben aufs Inventar. Und dann stellen wir uns mal die Fackeln auf die Zäune her.
die wir heute so neu platzieren. Aha. Gut. Dann, was wir auch machen können. Okay, ich glaube, ich habe eine super Idee. Was wir jetzt mal brauchen, sind so ein paar Treppen. Also halt so ein Platz zum Sitzen. Ich nehme jetzt mal die Treppen vom Birkenholz. So, aber ich habe eine gute Idee. Also hier kommen so ein paar Plätze. Ich nenne das mal so eine Couch. Wird ja auch noch so ein Sessel machen, obwohl das können wir auch jetzt schon machen. Ja. Das gut ist. Obwohl es so reicht auch schon. Wir können jetzt einfach mal in Seiten so Schilder machen. Das kann man auch immer machen. So eine schöne Dekoration. Brauche jetzt mal ein paar Schilder. Und da haben wir schon mal hier. Sehen wir davon zwei. So, wir schreiben nichts drauf. Wir nehmen das nur dafür. Jetzt ist ein guter Platz zum Sitzen. Und ich möchte jetzt auch noch so einen Fernseher hinbauen. Also wie man das machen, schauen wir jetzt mal nach. Aber ich glaube, dafür brauchen wir noch schwarze Wolle für den Bildschirm des Fernsehers. Ich habe eine schwarze Wolle, aber ich glaube, wir brauchen mehr. Ja, dann müssen wir auch noch die Schafe scheren. Und diese ganze Wolle mit Tinte, Schwarzfärben. Ja, die Tinte, die können wir vom Tintenfischen im Wasser bekommen. Also es sollte auch kein Problem sein. Und ich esse noch was. Ja. Dann holen wir uns mal ein bisschen Wollen von den Scheren. Und wenn es dann schwarz färben. Okay. Oh yeah. Gib mir mehr Tinte. Ja. Hier haben wir noch ein paar Fische. Ich glaube, das können wir auch machen, damit wir nicht verhungern. Einfach mal viele Fische im Wasser suchen und sie dann
Ja, töten und später grillen. Das ist eine gute Idee, warum kam ich nicht früher auf diese Idee? Weil ich hatte schon so Probleme mit Essen, da ich noch keine Tiere gezüchtet habe. Ich würde das was schon machen, aber das dauert noch. Weil ich tue halt lieber bauen und kämpfen, statt so Tiere züchten. Ich meine, das macht auch Spaß, aber naja, ich finde Kämpfen und Bauen besser. Am besten im Spiel finde ich das Bauen, weil das ist so einfach und kreativ. Und ich bin wirklich kreativ, wenn es ums Bauen geht. Ich konnte zum Beispiel dadurch diese Windmühle machen, die auch schön aussieht. Da wir schon mal Wolle haben und diesen schwarzen Farbstoff. Was? Achso. So machen wir's. Leute, ich hab einen Minecraft-Glitch gefunden. Vielleicht geht's jetzt. Genau. Ich Dummerchen. Man muss jetzt zuerst hier das noch zu dem craften. Okay, jetzt soll es aber gehen. Ja, jetzt haben wir schwarze Wolle. Die brauchen wir für den Fernseher. Jetzt müssen wir auch noch nachdenken, wie wir den bauen wollen. Also zuerst hole ich mir mal wie schwarz Eichenholz, weil dieses Holz benutze ich mal für den Fernseher. Da ist Holz. Also zum Glück waren wir auch am Anfang des Displays in einem Ort gespawnt, wo es einen Schwarzeichenholzwald gibt, weil man kann viel Schwarzeichenholz in den Wäldern bekommen und das ist super. Ja, meine Axt ist jetzt gebrochen und ich brauche jetzt eine neue. Ja, dann müssen wir jetzt nach Hause gehen und eine neue machen. Obwohl wir können, ja, ich glaube, es ist schon genügend Holz für einen Fernseher. Also wir können mal den Baum später fertig abholzen oder einfach ignorieren. So, ich gehe jetzt mal wieder zurück. So, ich bin back. Und dann sehen wir mal nach. Genau, das wollte ich noch machen. So, jetzt bauen wir mal den Fernseher. Mal schauen, wie wollen wir das machen. Zu machen ist nicht so leicht wegen der Größe. Was ist noch möglich? Ich glaube, wir können es mal so machen. Das hier machen wir weg. Wie machen wir das jetzt? Ja, ich habe hier keine Axt. Stimmt ja. Also machen wir jetzt mal eine, um das wegzumachen. So, Axt. Super. Dann bauen wir jetzt mal das fertig. Aha.
Super, jetzt ist die schwarze Wolle am Spiel. Das bedecken wir mal mit Holz. So. Und ich glaube, hier können wir mal einen Bilderrahmen machen. Boah, wie geht das noch? Ich glaube, dafür brauche ich Papier. Zum Bild. Oder wie hieß es noch? Ah, das ist so ein Rahmen. Ich muss es mal suchen. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, aber es ist so ein Bild, ja? Es hat so. Ja, es wird das, was man hinstellen kann. Da bekommt man verschiedene Zeichnungen. Ja, genau, Gemälde. Ja. Das brauche ich mal. Damit es so aussieht, als wäre der Fernseher an. So, ich suche mal nach einem großen Bild. Oder gibt es keine größere für diesen Bildschirm? Vielleicht würde es ja besser, wenn der Bildschirm noch größer wäre. Klar, man kann da die Wolle schon da oben sehen, aber wir können hier eh später für oben noch Teppiche machen, da wir ja Schafe haben und drin Schafen viel Wolle bekommen. Für Teppiche wohl. Ja, das hilft auch nicht viel. Aber wir können es immer noch versuchen. Okay, das ist ein großes Bild. Gibt es auch größere? Oder reicht das nicht? Ich sehe mal bei größeren Wänden nach. Ach, warte, alle Wände hier sind gleich groß. Ui, wie wollen wir das mit dem Fernseher machen? Oh, okay, das wäre gut, aber. Oha, das reicht schon. Super, jetzt haben wir den Fernseher so gemacht. Und das ist echt super. Jetzt sehen wir mal nach, wie wir das da oben unsichtbar machen wollen. Also wir machen mal so ein paar Teppiche. Ich mach mal... Ja, so roten Teppich. Klar, wir brauchen zwar noch rote Wolle für den Stall, aber... Wir können ja eh jederzeit welche holen. Solange wir uns nicht verlaufen. So, ich glaube, das ersetze ich mal in richtigen Holz, damit man von dort nicht da durchsieht. So, da habe ich es schon mal. Ja. Funktioniert nichts. Da musst du nachdenken, was für Möbel wird. Stattdessen hinstellen können. Ja. Uns wird sicher bald was einfallen. Aber es ist schon mal dunkel und wir legen jetzt mal ins Bett rein. Gehen wir mal nach unten. Ja, dann sehen wir mal nach, was wir noch so bauen können. Also, das sieht schon gut aus. Ja, der Fernseher sieht toll aus. Durch die Gemälde sieht es aus, wenn wir Donkey Kong spielen. Oder so. Oder war das irgend so ein Spiel? Ne, ich glaube schon. Ja, also das war... Stimmt, ja, das war so ein klassisches Spiel. Da konnte man halt mit Mario hier nach oben gehen. Um jetzt Donkey Kong zu besiegen, ja. Also ist echt ein Klassiker.
und ein echt lustiges Easter Egg, was in Minecraft dran gemacht wurde. Also, das finde ich wirklich super, was die Macher von Minecraft da gemacht haben. Gut. Dann sehen wir nach, was wollen wir noch so machen? Mal nachschauen. Ich brauche Ideen. Aha, ich hab's. Wir machen uns mal hier eine Küche. Habe ich auch in meiner privaten Minecraft-Welt gemacht. Dann nehmen wir uns mal das Holz. Ja, wir nehmen jetzt mal dieses Mal das Eichenholz. Ich meine, das Abwechslung ist gut. So. Dann machen wir mal mit diesen Eichenholz ein paar Treppen. Wie wollen wir das noch hinstellen? Ja, das sieht gut aus. Okay. Dann noch so. Jupp, sieht super aus. Und wir könnten hier auch mal einen Kühlschrank machen. Also, sowas kann man doch mit so einem Werfer oder irgendwie so heißt es. Dafür brauche ich zwar Redstone, aber mal sehen. Oder was ist das? Brauche ich sie mal hier nach? Da bei Redstone. Da gibt's das sicher. Eine Antwort. Wie heißt das? Spender. Genau, es ist Spender. Ja, den werden wir auch bald gebrauchen für einen Kühlschrank, den wir da hinmachen können. Aber wie gesagt, haben wir kein Redstone. Also Redstone brauchen wir schon bald. Ja. Und dann stellen wir mal hier ein paar Fackeln hin. Oh. Ich glaube, ich habe vergessen, den Zaun hinzumachen. Nicht so schlimm, kann ich es eh später machen. Dann wollen wir mal nachsehen. Genau, hier können wir mal so ein paar Ofen hin machen. Die Ofen, die aus diesem kleinen Haus sind. Also, aus diesem kleinen Haus kamen. Ja, das Glas verbindet sich leider mit dem Ofen, was, naja, nicht gut aussieht, aber ist nicht so schlimm. Da haben wir doch noch eine Truhe, oder? Ich habe doch von diesem kleinen Haus noch so eine Truhe, also von diesem kleinen Haus. Ja, genau, das ist diese Truhe. Die stellen wir mal hier hin. Und dort machen wir immer jetzt so Essen hin, was noch nicht gebraten wurde, wie zum Beispiel das rohe Hühnchen. Und das alles stellen wir da rein und so. Ja, also falls wir auch Kartoffeln finden, dann werden wir das selber auch mit Kartoffeln machen, weil die kann man auch so backen. Ja. Dann schauen wir nach, was wir noch so haben. Was können wir noch so bauen, ja? Ich glaube, vielleicht sind das zu viele Tische. Ich meine, so viele Tische braucht man auch nicht. Also, so viele sind nicht wichtig. Gut.
können ja auch oben so einen Tisch hier machen, was halt zum Tisch zum Essen. Ich glaube, das können wir schon hinbauen. Können wir so Sitzplätze machen? Ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn wir da mal den Esstisch bauen. Ja, das ist echt eine gute Idee. Ich glaube, das können wir machen. Können wir doch mal machen. Einfach so Schwarzeichenholzstufen hier da oben bauen. Und dann auch noch Schwarzeichenholztreppen dazu. Okay, ich glaube, das kann funktionieren. Das klingt wirklich super. Ja, komm mit. Kommt alle mit, Hundis. Wir bauen zusammen. Wir schaffen das. Na, warte, andersrum. Zip. Nachtage der Baumeister. Komm, wir schaffen das. Nachtage. Ja, hier gehört natürlich auch ein Zaun hin. Machst du hier draußen? Komm rein. So, jetzt soll's eigentlich hier spawnen. Ja, da bist du ja. Ja, da ist die kleine Lilly. Boah, mir fällt wirklich nichts ein. Ja komm, wir bauen da oben schon mal weiter. Ich hätte hier mal wirklich eine gute Idee. Wir könnten hier mal vielleicht unser Zimmer größer machen. Obwohl, dann hat es hier keinen Platz. Aber wir können es mal ein bisschen breit machen und ein bisschen hoch machen. Weil ich will da auch mal in den Zimmer noch einen PC bauen. Also halt hier draus ein cooles Zimmer machen. Und noch so Gemälde hin machen. Ja, das können wir machen. Das wäre wirklich eine super Idee. Ich brauche dafür aber noch mehr Birkenholz. Da habe ich's. Oh. Yep. Zack. Jetzt habe ich mehr Birkenholz. Ja, schon viel, aber vielleicht können wir es auch mal später gebrauchen. Machen. Der war so schön. Aber ich will jetzt mal lieber hier mal das Zimmer schöner machen. So, ich glaube, hier können wir mal ein PC hinbauen. Also ein PC Minecraft bauen. Das klingt zwar schwer, aber ich weiß schon mal, wie das geht. Habe ich selber auch in meiner privaten Welt gemacht. Schon mal der Platz zum Sitzen. Da stellen wir irgendwo den PC hin. Warte, wo sind die Hunde hin? Ah, da seid ihr drei. Ich glaube, es wäre eine bessere Idee, wenn wir da hinstehen. Ja, das war eine gute Idee. Hier, da können wir uns so einen Block hinstellen. Was wäre schön? Genau, wir können mal einen Tisch hinbauen. Ich benutze dafür aber andere Treppen. So, das muss ich mir mal mich mal hinlegen. So, also mal schlafen. Und dann holen wir uns mal Holztreppen, die jetzt anders sind. Oder wir nehmen jetzt einfach
Holzstufen. Ja, das können wir auch für den Tisch nehmen. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Und diese Treppe baue ich jetzt mal so hin. Ja. Ja, also tun wir einfach so, als wäre es so ein, ja, so ein Sessel oder Stuhl zum Sitzen. Und ich glaube, mit dieser schwarzen Wolle können wir mal den Bildschirm machen. Aha. Wir können auch ein Gemälde machen, so wie wir es beim Fernseher gemacht haben. Ich glaube, das wäre gut. Aber das machen wir jetzt mal in der nächsten Folge. Denn ich hoffe, euch hat diese Folge von Let's Play Minecraft gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns schon nächstes Mal wieder. Ciao.